Hey, schön, dass ihr euch verklickt habt. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, und zwar das Asus ZenBook Flip. Warum Flip? Weil man den Bildschirm komplett rumflippen kann, aber das ist noch gar nicht das Coolste an diesem Laptop. Das schauen wir uns aber in diesem Video noch ein bisschen genauer an. Bevor wir das machen, gucken wir aber mal, was im Lieferumfang mit dabei ist. Denn der Lieferumfang verrät uns schon ein kleines bisschen, was wir hier erwarten können. Wir haben ein 65 Watt Netzteil. Das ist ein USB-C Netzteil, allerdings mit fest eingebauten Kabel. Also ihr könnt das nicht irgendwie für was anderes nutzen, aber 65 Watt schon mal nicht ganz so schlecht. Dann haben wir noch eine Hülle mit dabei, damit wir den Laptop auch vernünftig transportieren können. Dann haben wir einen USB-C auf Klinkenadapter. Das heißt, wir haben hier keinen Klinkenanschluss, aber die Anschlüsse schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an. Dann haben wir einen normalen USB-A auf Ethernet-Anschluss. Also das heißt, wir können hier auch ganz normal Netzwerkkabel mitverbinden, wenn wir diesen Adapter benutzen. Und es gibt einen Stift mit dem Lieferumfang. Den können wir nämlich zusammen mit dem Bildschirm benutzen. Und das ist immer noch nicht das Coolste an diesem Laptop. Aber wie gesagt, wir gehen da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Zunächst aber mal zu den Materialien und der Verarbeitung des Laptops. Ein Punkt ganz vorneweg schon mal, man kann den Bildschirm anheben und das mit nur einem Finger. Das ist total toll. Das heißt, wir können das einfach abstellen und mit einem Finger können wir den Laptop öffnen, ohne dass jetzt die Tastatur und der Rest mit hochkommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wenn der Laptop denn zugeklappt ist, dann ist dieser Laptop gerade mal 13,9 mm dick. Also wirklich schon ein sehr, sehr schlankes ZenBook in dem Fall jetzt hier. Ist übrigens das 13 Zoll Modell, was wir jetzt hier haben. Schauen wir uns aber mal die Anschlüsse an. Wir haben hier einen vollwertigen HDMI-Anschluss. Das heißt, wenn ihr mit diesem Laptop irgendwie präsentieren müsst, dann geht das sehr, sehr gut, weil ihr einen richtigen HDMI-Anschluss habt und ohne Adapter das Ganze machen könnt. Dann haben wir zwei USB-C-Anschlüsse, die auch gleichzeitig als Power-Delivery-Anschlüsse hergenommen werden können. Wie gesagt, das Netzteil, was im Lieferumfang ist, ist ja auch USB-C. Dann haben wir auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter. Das ist dem geschuldet, dass es ja auch durch diese Flip-Möglichkeit zu einem Tablet werden kann. Und einen nochmal herkömmlichen USB-A-Anschluss. Das heißt, wenn ihr doch mal ein normales Dongle hier anschließen wollt, also ein normales Maus-Dongle oder so, könnt ihr das ohne irgendwelche komplizierten Dongle an den USB-C-Anschluss anschließen zu müssen. Auf der Unterseite haben wir dann ein bisschen Lüftungsmöglichkeiten. Auch hier auf der Rückseite gibt es Lüftungsschlitze. Und wir haben natürlich auch die Lautsprecher jetzt hier. Paar Gummifüße, damit das auch vernünftig auf dem Tisch steht und nicht in den Teer rutscht. Das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das Ganze ist halt super einfach zu öffnen. Was die Materialien angeht, haben wir hier alles aus Aluminium. Das fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig an. Das heißt, wir haben auch ein wirklich sehr, sehr steifes Notebook hier, ohne dass es sich irgendwie verwindet. Das Ganze entspricht auch dem US-Militärstandard STD 810, irgendwas in der Richtung. Also der Laptop ist tatsächlich auch wirklich getestet und der hält eine Menge aus. Es ist also kein Problem, den einfach auch mal so in den Rucksack zu packen und der wird dann nicht gleich kaputt gehen. Das merkt man auch, wenn man dieses ZenBook Flip in der Hand hat. Das fühlt sich einfach extrem hochwertig an. Hier ist nichts irgendwie billig, knarzt oder irgendwas. Also ist schon mal richtig toll. Genau, kein Knarzen, ne? Auch wenn man jetzt hier irgendwie mal was öffnet. Klar, der Monitor ist jetzt nicht super fest, weil ja auch dieses Scharnier sehr, sehr beweglich ist. Aber in sich ist das trotzdem verwindungssteif. Das heißt, man hat jetzt hier nicht irgendwie, dass der Monitor in sich sich so extrem windet. Das hat man ja teilweise auch. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem wiegt dieser Laptop gerade mal 1,3 Kilo. Also wirklich auch noch absolut gut zu transportieren. Wenn wir uns dann einmal den Bildschirm anschauen, dann sehen wir halt diesen 13 Zoll Bildschirm. Das Ganze ist hier übrigens ein OLED und das ist das Highlight, wovon ich die ganze Zeit schon reden wollte, was ich schon so ein bisschen angeteasert habe. Es ist ein OLED-Bildschirm. Ich gehe gleich noch ein bisschen genauer im Detail drauf ein, aber ich kann nur schon mal sagen, meine Güte, bitte nur noch Notebooks und Laptops auch mit OLED-Bildschirm, nicht nur bei Smartphones, sondern bitte auch bei unseren Laptops. Das ist total schön und sieht einfach richtig, richtig toll aus. Das Tolle ist ja auch, ich kann das hier jetzt so wunderbar runterklappen, sodass ihr das jetzt auch in der Top-Down-Kamera, glaube ich, ganz gut sehen könnt. Wir haben an den Seiten recht minimalistische Rahmen. Unten ist es doch schon ein bisschen dickeres Kinn. Liegt wahrscheinlich auch an dieser Flip-Möglichkeit, sodass man das zum Beispiel jetzt hier auch so aufstellen kann oder halt komplett umklappen kann und dann das Ganze als Tablet nutzen kann. Ich denke mal, deswegen müssen hier bestimmte Bauteile noch untergebracht werden. Deswegen ist das Kinn hier ein bisschen größer, als man es vielleicht bräuchte. Oben in dem Rahmen gibt es dann die Webcam. Außerdem ist das Ganze auch noch Windows Hello zertifiziert. Das heißt, ihr könnt ganz einfach euch mit eurem Gesicht hier einloggen. Dementsprechende Sensoren sind hier auch verbaut. Und jetzt noch ein kurzer Videoclip mit der Webcam, sodass ihr euch auch mal selber ein Bild machen könnt davon, wie gut die Qualität ist. Wir haben hier auch mehrere Mikrofone verbaut, sodass der Ton dementsprechend gut ist. Das Bild, ja, es ist halt eine Webcam und das sieht man auch. Da darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ich finde die Position ganz gut. Ist halt nicht hier unten unter dem Bildschirm angebracht und man hat nicht diese Nasenkamera, sondern es ist eine relativ angenehme Position, sodass man vernünftig auch in die Kamera gucken kann, ohne dass man einen seltsamen Winkel dabei hat. Aber die Qualität könnte halt besser sein.
Und wie ihr sicherlich schon gesehen habt, handelt es sich hier um ein Touchscreen. Das heißt, wir können alles auch per Touch bedienen, wenn wir es möchten, wenn wir unseren wunderschönen Bildschirm zuschmatteln wollen. Aber es gibt ja natürlich auch noch den Stift, auf den ich gleich noch ein bisschen genauer eingehe. Aber vorher gehen wir noch ein bisschen auf die Tastatur hier ein. Das ist eine Tastatur, die natürlich beim 13 Zoll Laptop jetzt nicht extrem viel Platz bietet. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen umgewöhnen von einer normalen Tastatur hier auf diese Laptop-Tastatur. Aber trotz alledem gibt es noch genug Abstand zwischen den Tasten. Und auch sonst ist das Tippen wirklich ganz angenehm. Es gibt jetzt kein Klicken, ja, aber es gibt trotzdem immer noch genug haptisches Feedback, sodass man weiß, ich habe den Knopf gedrückt oder eben nicht. Auch bei der Space-Taste ist ja immer so eine Sache, wenn man die am Rand drückt, ob die dann wabbelt, das tut sie hier nicht. Größere Tasten klicken wunderbar runter, auch wenn man sie am Rand trifft. Also das ist ja auch immer ein Qualitätsmerkmal für Tastaturen. Wir können hier an diesem Laptop, das kennt man schon von einigen Asus-Laptops, wir können auch hier noch ein Numpad aktivieren, was man ja sonst irgendwie rechts neben der Tastatur hat, kann man hier in das Trackpad projizieren und dann kann man hier tatsächlich ganz normal, können das ja einmal auch demonstrieren. Wir können jetzt hier wunderbar Zahlen eingeben. Ist natürlich nicht so, als ob man richtige Tasten drückt, aber ist wahrscheinlich immer noch schneller für jemanden, der das gewohnt ist, als wenn man hier oben auf den normalen Zahlentasten rumdrückt. Wenn man einmal die Position drin hat, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Außerdem hat man natürlich auch noch die üblichen Symbole fürs Rechnen hier noch gleich mit drin. Das ist auch natürlich auch nochmal ganz praktisch. Und so kann man dann relativ schnell mit Zahlen arbeiten. Man kann es natürlich dann auch wieder ausmachen. Und das Trackpad ganz normal benutzen. Wenn das Ganze aktiviert ist, funktioniert das Trackpad übrigens trotzdem. Also ihr könnt auch, wenn das Numpad hier aktiviert ist, könnt ihr trotzdem das Trackpad ganz normal als Trackpad benutzen. Und wie gesagt, aber wenn ihr das dann nicht braucht, dann könnt ihr es auch ausschalten. Finde ich sehr, sehr cool. Könnte meiner Meinung nach auch in allen Laptops sein. Ist ein super kleiner Zusatz, der das Arbeiten mit Zahlen auf jeden Fall deutlich einfacher macht. So viel jetzt erstmal zu der Bedienung. Ansonsten das Trackpad ist wirklich schön groß. Ist ein bisschen in die Länge gezogen, also nach links und rechts gezogen, nicht so sehr in die Höhe. Ist natürlich auch der Bauform mit den 13 Zoll hier geschuldet und dass noch genug Platz für die Tastatur hier geblieben ist. Ich finde, man kann damit sehr präzise arbeiten. Auch am Rand klickt es noch sehr, sehr gut. Nur auf der rechten Seite nicht so sehr, weil wahrscheinlich hier diese Mechanik eingebaut ist, um dann das Numpad zu aktivieren und zu deaktivieren. Aber ansonsten klickt es wirklich überall sehr, sehr gleichmäßig und ist super zu bedienen. Also beim Trackpad gibt es meiner Meinung nach auch nichts auszusetzen. Die Tastatur ist natürlich auch hintergrundbeleuchtet. Das könnt ihr dann dementsprechend hier einstellen in drei Stufen. Und natürlich die vierte Stufe ist dann das Aus. Wir können hier einmal kurz über die möglichen Konfigurationen für das ZenBook Flip hier reden. Also wir können das Ganze mit einem Intel i5 oder i7 11. Generation ausstatten. Da ist ja dann auch die Intel Iris Xe Grafikkarte mit an Bord. Das ist natürlich jetzt keine unheimlich leistungsstarke Grafikkarte, aber trotz alledem leistet die hier schon mal ganz gute Arbeit. Wir gucken uns das gleich auch nochmal in den Benchmark-Werten an. Wir können auch mit 8 GB Arbeitsspeicher hier loslegen, können das auf 16 upgraden. Wir können NVMe-SSDs ab 256 GB hier einbauen, hoch bis auf 1 TB. Und auch dort bei der 1 TB-Version gibt es nochmal eine besonders schnelle NVMe-SSD, die ihr hier einbauen könnt. Das könnt ihr dann dementsprechend konfigurieren und dann dementsprechend variieren. Wir packen dazu mal die passenden Links unten in die Beschreibung und dann könnt ihr selber schauen, welches ZenBook Flip euer Ideal wäre. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, was euer Traum ZenBook Flip kosten würde, ohne dass ihr zwangsläufig die Maximalkonfiguration wählt, natürlich. So viel mal zu den Hardware-Daten, die hier möglich sind. Leistungstechnisch, wie gesagt, haben wir jetzt hier die Variante mit dem i7 und den 16 GB Arbeitsspeicher. Also schon relativ leistungsstarke Variante dieses ZenBook Flips. Wenn wir uns dann einmal die Benchmark-Werte vom PC-Markt anschauen, sehen wir, dass wir gerade im Essentiell- und Produktivitätsbereich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Was jetzt so richtig Videobearbeitung, Fotobearbeitung angeht, da ist der Laptop jetzt nicht super drauf ausgelegt. Dafür fehlt halt einfach so ein bisschen die Grafikpower hier. Aber auf jeden Fall der i7, der jetzt hier drin verbaut ist, leistet schon extrem gute Arbeit. Natürlich ist die Festplatte da auch immer entscheidend. Und wir bekommen hier wirklich sehr, sehr gute Lese- und Schreibwerte. Nicht nur im sequentiellen Schreiben und Lesen, sondern auch beim zufälligen. Und da stürzen ja viele SSDs wirklich deutlich dann ab. Da sind sie wesentlich langsamer als beim sequentiellen. Das ist hier aber nicht der Fall. Hier sind die Werte immer noch absolut in Ordnung. Neben der Tastatur und dem Trackpad gibt es natürlich noch den Touchscreen als Eingabemöglichkeit und den Stift. Der hat übrigens 4096 Druckpunkte, also hiermit kann man schon sehr, sehr präzise entweder ein bisschen
leichter oder ein bisschen stärker aufdrücken und dann dementsprechend ja, seine Linie dann anpassen. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, bin ich so super talentiert, was jetzt Zeichnen angeht oder ähnliches in der Richtung. Aber ich glaube, man bekommt schon ganz guten Eindruck, was man hiermit machen kann. Also je nachdem, wie stark ihr denn jetzt hier aufdrückt, könnt ihr dann euer Bild dann anpassen. Und ja, wenn man das passende Talent hat, dann sieht das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Und dann kann man bestimmt auch tolle Sachen hier drauf erstellen. Man kennt so auch grundsätzlich diese technischen Daten so ein bisschen von den Surface-Produkten. Aber Asus ist dahin gleich auf, hat aber halt einen eigenen Stift mit dem Bildschirm hier zusammen. Ein kleines bisschen habe ich ja schon was zum Bildschirm gesagt. 13,3 Zoll OLED, Full HD-Auflösung, 400 Nits, kompatibel mit einem Stift und natürlich auch per Touch-Eingabe bedienbar. Aber diese technischen Daten, die geben gar nicht wieder, wie unglaublich toll dieser OLED-Bildschirm aussieht. Die Schwarzwerte sind toll, die Kontrastwerte sind natürlich super, die Farben sehen hier wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist wirklich, reagiert auch noch sehr, sehr schnell, dieser Bildschirm. Das heißt, auch für schnelle Bildwechsel ist der super geeignet. Das ist ein Bildschirm, so wie ich ihn mir wirklich in allen Laptops wünsche. Das, was man sich sonst halt in Smartphones wünscht, ist hier jetzt auch in diesem Laptop drin. Und ich möchte es wirklich nicht mehr anders haben. Das sieht einfach wirklich richtig toll aus. Und ich hoffe, dass ihr es im Kamerabild wenigstens so einigermaßen erkennen könnt, wie unglaublich toll dieser Bildschirm aussieht. Ich bewege den noch mal ein kleines bisschen. Natürlich ist er glänzend, also ist kein matter Bildschirm. Aber ansonsten würden auch diese tollen Farben hier verloren gehen, die dieser OLED-Bildschirm produziert. Also von der Warte her ist es, glaube ich, völlig okay. Aber deswegen spiegelt jetzt hier das Ganze auch leider so ein bisschen das Licht wieder. Aber ich glaube, ihr könnt schon erkennen, wie unglaublich toll dieses Bild aussieht. Da kann sich ein LCD leider nur verstecken dahinter. Außerdem ist auch die Farbtreue hier sehr, sehr gut mit DCI-P3 bei 100%. Das hat man auf einem LCD auch so gut wie nie. Das schafft man eigentlich nur mit einem OLED und Asus hat das hier auf jeden Fall auch umgesetzt und so bekommt man dieses fantastische Bild. Wie gesagt, allein dieser OLED-Bildschirm wäre ein Grund für mich, dieses Asus ZenBook Flip mir zu holen. Außerdem ist es natürlich wirklich super praktisch. Also man braucht es natürlich nicht jeden Tag, aber dass man das einfach auch mal so aufstellen kann, ist schon sehr, sehr cool. Dass man das auch zusammenklappen kann und dann das Ganze als Tablet benutzen kann, wenn man das möchte. Es orientiert sich natürlich dann auch dementsprechend um, so dass ihr das immer perfekt nutzen könnt. Und ihr habt noch die Stifteingabe, das funktioniert gut. Die Performance ist richtig toll. Also das Gesamtpaket, was hier Asus geschnürt hat, ist schon sehr, sehr gut. Also der Bildschirm ist schon richtig gut. Damit man die Inhalte auf dem Bildschirm richtig genießen kann, ist es natürlich auch wichtig, dass der Sound dann dementsprechend ist. Und hier ist Sound bei Harman Kardon verbaut. Also Harman Kardon war hier in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Und wir hören einfach mal rein, wie diese Laptop-Lautsprecher hier klingen. Also für Laptop-Lautsprecher wirklich gar nicht so schlecht, deutlich besser als die ganzen Smartphone-Lautsprecher, die man so auf dem Markt trifft, auch die, die dann da von Harman Kardon getuned sind. Trotz alledem sind es nur Laptop-Lautsprecher. Ihr könnt jetzt ja nicht erwarten, dass irgendwie raumfüllenden Klang oder irgendwas in der Richtung bekommt. Sie klingen wirklich gut für Laptop-Lautsprecher, speziell wenn man bedenkt, dass es sich hier halt um ein 13-Zoll-Laptop, also wirklich sehr, sehr handliches Format handelt. Dafür klingen sie wirklich sehr, sehr gut und werden auch ausreichend laut. Das war gerade auch die maximale Lautstärke übrigens. Trotz alledem würde ich jetzt nicht behaupten, dass der Sound das Beste an diesem Laptop ist. Das ist definitiv der Bildschirm. Was aber auch sehr ordentlich an dem Laptop ist, ist der Akku. Wir haben hier einen 65 Wattstunden Akku verbaut, der einen wirklich problemlos durch einen Arbeitstag bringt. Also so die 8-9 Stunden, die man vielleicht irgendwie mal hier E-Mails beantwortet, im Internet unterwegs ist, ein bisschen Office-Tasks macht, schafft es ohne Probleme. Wenn man es jetzt ein bisschen stärker fordert durch doch mal ein bisschen Bildbearbeitung, dann geht natürlich die Akkulaufzeit ein kleines bisschen zurück. Wenn ihr jetzt wirklich sehr, sehr moderat unterwegs seid, schafft ihr auch so circa 10 bis 11 Stunden. Aufladen könnt ihr das halt mit 65 Watt. Das ist, wie gesagt, richtig schön schnell. So bekommt ihr in ungefähr einer Stunde drei Viertel des Akkus wieder voll, so ungefähr. Also nach anderthalb Stunden ist dann der Akku wirklich von 0 auf 100% und ihr könnt wieder einen ganzen Arbeitstag mit dem Laptop unterwegs sein. Also auch für unterwegs ist das Asus ZenBook Flip wirklich daher sehr, sehr gut geeignet. Nicht nur aufgrund des geringen Gewichts mit 1,3 Kilo und der kleinen Form, sondern weil der Akku auch lange genug hält, sodass man
man auch mal eine längere Bahnfahrt oder so tatsächlich den Laptop über die ganze Zeit benutzen kann. Und dass es dann halt kein starrer Laptop ist, sondern gleichzeitig auch noch Tablet, wenn man das möchte, ist natürlich sehr, sehr positiv. Klar, für ein Tablet ist es dann schon relativ dick, aber ein 13-Zoll-Tablet ist immer unhandlich. Ich glaube, da macht es keinen großen Unterschied mehr, ob die Tastatur jetzt hier nach hinten weggeklappt ist oder nicht. Und auch das zum Beispiel hier Windows Hello wunderbar mit funktioniert, das ist auch nochmal sehr, sehr angenehm, sodass man sich hier immer schnell und einfach einloggen kann. Asus hat also mit dem ZenBook Flip 13 hier wirklich ein tolles Paket zusammengestellt. Ich finde, leistungstechnisch ist fantastisch, der Bildschirm ist super. Insgesamt das ganze Paket von der Tastatur über den Stift-Support, auch was im Lieferumfang enthalten ist, dass hier zum Beispiel auch noch für einen normalen Netzwerkanschluss ein Adapter mit dabei ist, ist sehr, sehr praktisch, dass wenn man doch mal kabelgebunden ins Netz gehen möchte, dass man das hier kann. Es ist aber trotzdem Wi-Fi 6 hier an Bord, das heißt, auch hier ist man auf dem neuesten Standard unterwegs. Bluetooth 5.0 ist übrigens hier auch noch drin, also konnektivitätstechnisch könnt ihr hier auch nicht meckern. Jetzt würde uns interessieren, ob das Asus ZenBook Flip für euch ein interessanter Laptop ist. Ja, er ist nicht ganz so günstig, das ist schon klar, aber man bekommt halt hier auch eine Menge dafür. Muss man dann sich überlegen, ob man das alles braucht. Wie gesagt, aber den OLED-Bildschirm, den möchte ich jetzt wirklich nicht mehr missen müssen. Schreibt das unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr weitere Videos zu Asus ZenBooks oder Smartphones und so weiter nicht verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die Benachrichtigung bekommt, wenn das nächste Video online geht. Schön, dass ihr euch verklickt habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder.